liebe Leute und willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Montana und war eine Austauschschülerin in Deutschland. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Das letzte Mal, dass ich ein Video gepostet habe, war vor, keine Ahnung, 8 Monate. Ich wollte euch ein großes Update geben und endlich mein Deutsch wieder benutzen, weil ich meinen Abschluss im Mai gekriegt habe und seitdem habe ich fast kein Deutsch gesprochen. Für die Leute, die meine Videos nicht vorher gesehen haben, vielen Dank, dass du hier bist. Ich bin eine Amerikanerin und ich habe Deutsch in Highschool studiert. Ich habe einen Austausch in Passau gemacht und dann ein paar Sommer in Deutschland gewohnt. Und jetzt arbeite ich Vollzeit in San Francisco. Ich werde nicht so viel über meine Arbeit reden, weil ich will mein Leben ein bisschen so separat. Freizeit, Fun, YouTube und dann so Arbeit, Adulting-mäßig, das kann hier bleiben. Es ist so cool, hier zu sein. Ich komme aus Virginia und Virginia ist auf dem Ostkurs. Es ist richtig so, so anders. Ihr weiß auf jeden Fall, dass Amerika so groß ist und die Kultur zwischen Ost- und Westküste ist so anders. In Kalifornien sind die Leute wirklich so tech-mäßig und fast jeder Person macht so Software Engineering oder AI und Tech. Und dann viele von meinen Freunden sind jetzt in New York und sie machen so Finanzen und unterschiedliche so Business-Jobs. Das macht viel Sinn, weil ich Business und Deutsch studiert habe. Also meisten von meinen Freunden machen jetzt Business. Und meine Schule und meine Uni, University of Virginia, die meisten Leute studieren Finanzen. Ja, was kann ich noch sagen? Ich liebe San Francisco. Ich weiß, dass in den Nachrichten es ist so, dass viele Leute sagen, ja, San Francisco ist so hässlich oder ist so schmutzig und es gibt richtig große Probleme mit den Obdachlosen und manchmal stimmt das so. Also es gibt auf jeden Fall viele Nachbarschaften in der Stadt, wo man so nicht gehen soll oder ich will das nicht sagen. Man soll wirklich nicht da allein gehen, insbesondere so alleine junge Frau. Aber die meisten Orte und Nachbarschaften sind so schön. Das Wetter ist so perfekt. Es gibt so viele Möglichkeiten für Jobs und Personal Development. Und du kannst wirklich so viel lernen über die Technologie. Ich meine, eine von den craziest oder überraschendes. Ach, das ist nicht Deutsch. Etwas, das mich überrascht hat, ist das, wenn man von Flughafen nach wirklich so zentral San Francisco fährt, sieht man überall auf den Plakaten und Billboards nur Tech-Werbungen. Fast jeder Billboard ist so, benutzt mein AI-Produkt oder AI-Startup. Und ja, es ist so anders, weil in Virginia ist es wirklich nicht so. Die meisten sind so Anwaltwerbungen. Etwas mit Autos und so. Dann gibt es so besondere Anwälte und sie bieten Verdienungen an in die Billboards. Aber das ist egal. Ich liebe San Francisco und seit August im Sommer gibt es wirklich viele so Feste. Fast jeder Wochenende gibt es ein neues Fest und es gibt eine große Veranstaltung im Anfang Oktober, heißt Fleet Week. Und das ist, wenn die US Navy kommt und sie bringen große Airplanes? Oh, das ist so schlecht. Ich muss mehr Deutsch üben. Aber sie bringen die Airplanes und dann gibt es eine große Luftshow. Viele, viele Leute, ich meine hunderte oder tausende Leute, gehen zu ein paar Parks und sie schauen die Show an und es ist so cool, einfach zu sehen, wie viele Leute draußen zusammen sein sind. Das war ein sehr, sehr toller Moment, seit ich hier umgezogen bin. Was noch? Ich wollte ein Update-Video machen, weil eigentlich habe ich ein paar Video-Ideen über Deutschland und seit Mai war ich wirklich so beschäftigt mit Uni. Ich habe meinen Abschluss im Mai gekriegt und von, keine Ahnung,
Januar bis Mai war ich echt beschäftigt. Das war mein Frühlingssemester. Im Januar bin ich nach Kenia gegangen für einen Januar-Term-Kurs. Das heißt J-Term. Dort habe ich Swahili gelernt. Frag mich nicht, etwas auf Swahili zu sagen, weil mein Swahili ist schon weg. Es war so, dass ich ein bisschen gelernt habe, als ich da war, weil wir Uni-Partners hatten. Also jeder Student oder jeder zwei Studenten von Virginia war mit einem Student aus Kenia in Wani University so gematcht. Und dann haben wir wirklich viel Zeit zusammen verbracht. Es war auch ein Zufall, dass das, als ich in Kenia war, war unser so Gruppenleiter auch ein Deutschprofessor. Und er hat Deutsch in Kenia unterrichtet und war so super nett und hat auch viele Programme mit DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, gemacht. Beide in Afrika und dann auch in Europa und in Deutschland. Und das habe ich auch mal gemacht in 2022 in Leipzig. Ich habe an der Uni Leipzig studiert. Es war sehr, sehr kurz, so ein Monat. Aber das war so ein Zufall und wir haben richtig viel darüber geredet. Also man kann Deutsch überall benutzen, sogar in Kenia und unterschiedliche Länder. Und das macht mich immer so froh, mein Deutsch zu benutzen und mehrere Leute kennenzulernen. Dann im Sommer habe ich ein bisschen Part-Time gearbeitet und dann auch viel gereist. So, ich war in Europa und auch überall in Virginia. Meine Mama und ich sind nach The Grand Canyon gegangen. Wir haben einen Roadtrip zusammen gemacht und zwei. Und das war sehr toll, weil viele National Parks sind out west. Und, sorry, halb, das ist Englisch. Aber viele National Parks sind out west. Also wir haben ein Auto in Vegas gemietet und dann bin zusammengefahren zu Grand Canyon und zu was noch, Zion, auch zu Zion National Park. So, das war sehr toll. Ich habe vergessen, als ich in Europa war, war ich auch in der Schweiz und dort studiert ein Freund von mir, der ich in Virginia kennengelernt habe, weil er den Austausch in University of Virginia gemacht hat. Er hat mir den Gang gezeigt, glaube ich, habe das schon auf YouTube einmal oder zweimal gesagt, aber ich überlege, ob ich irgendwann ein Masterstudium in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz machen will. Und St. Gallen ist auf jeden Fall eine richtig gute Business-Uni. Ich muss sehr ehrlich sein und sehr ehrlich sagen, ich glaube nicht in St. Gallen. Es war einfach so, so klein. Und etwas, das ich nicht früher gewusst habe, war, dass so viele Studenten wohnen in der Nähe von St. Gallen und dann am Wochenende gehen sie nach Hause. Und ja, es war so traurig. Und ich will so ein Uni-Campus, kleiner Stadtgefühl, aber irgendwo, wo es mehrere Leute gibt. Und wahrscheinlich war das, weil ich St. Gallen im Sommer besucht habe und es gab nicht so viele Studenten wie normal. Es war so Prüfungen-Season oder die zwei Wochen gab es viele Prüfungen und ja, dann ist es nicht so lebendig wie normal. Vielleicht ist das gut für mein Update. Ich werde mehr Videos posten über mein Leben in San Francisco. Ich habe ein paar Vergleichungen, so Kulturschock-Videos von Deutschland, weil ich bin richtig aufgeregt, weil ein großes oder ein bestimmtes Video, das ich machen will, ist, es gibt viele self-driving cars in San Francisco und ich will ein Komm-mit-mir-Video machen. Ich habe ein paar, so komm mit mir zum Aldi in Amerika und Lidl. Komm mit mir, ride in a self-driving car. Das ist sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin wirklich froh, zurück zu sein. Und ich hoffe, wenn ihr Ideen habt für Videos oder Fragen über San Francisco oder mein Leben, bitte fragt mich in die Kommentare oder auch auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.